Dramatische Szenen spielen sich hier gerade ab. Unten kommt ein riesen Schubschiff auf uns zugefahren. Schaut mal, wo der hängt. Die sind so aggressiv aktuell. Die schlagen mit dem Schwanz auf die Deadbait. Ich begrüße euch hier bei mir am wunderschönen Rhein. Und in diesem Video geht es um das Angeln in der Steinpackung und in den zahlreichen Buhnenfeldern. Viele unserer deutschen Flüsse haben zahlreiche Buhnenfelder, um die Strömung zu bremsen, um den Flusslauf zu garantieren und um das Ufer zu schützen. Und genau diese Bereiche, Steinpackung und Buhnenfelder, sind auch super Angelplätze für die Waller. Ich habe hier schon mal so eine ganz typische Buhnenfeldmontage vorbereitet. Vorne dran eine Flügel-U-Pose, die in der Strömung richtig Radau machen wird. Und hinten dran ein saftiges Tauwurmbündel, bestückt auf zwei hintereinander liegenden Drillingen. Der kleine Clou an der ganzen Sache, ich habe zwischen die beiden Haken noch eine kleine Mikro-U-Pose gepackt, um wirklich das ganze System schwerelos im Wasser zu gestalten. Die legen wir jetzt mal aus und dann nehme ich euch mit zum Abenteuer Angeln an Buhnen und Angeln in der Steinpackung hier bei uns zu Hause. Wir befinden uns gerade hier in einer Flusspassage mit ganz vielen dicht hintereinander liegenden Buhnenfeldern. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ein Buhnenfeld ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Ihr seht hier im Hintergrund die Buhne rauslaufen in den Fluss. Der Rhein hat noch ziemlich viel Wasser, er sinkt gerade, aber die Steine kommen jetzt langsam hoch. Und hier vorne ist die Spitze des Buhnenfeldes. Im Buhnenfeld selbst haben wir eine Querströmung und finden oft auch sehr, sehr tiefe Bereiche vor. Ich zeige euch das mal auf dem Echolot, wie es jetzt hier abfällt. Wir befinden uns jetzt genau in der Mitte zwischen zwei Buhnenfeldern und ihr seht, es geht hier runter auf nahezu 4 Meter Wassertiefe. Aber wenn wir jetzt mit der Kamera nach oben schwenken, stehen wir in dem Bereich. Das Wasser dreht ganz langsam, steht oder fließt rückwärts gegen die Strömung. Natürlich werden in solchen Bereichen hin und wieder auch Welse abliegen, Sonne tanken und Nahrung suchen. Für mich persönlich als Welsangler mit unseren Montagen, mit den Flügel-U-Posen oder den Deadbait-Systemen ist der interessantere Angelbereich der Buhnenkopf, wo die Strömung von oben kommend auf den Kopf trifft, dran vorbeiwirbelt und weiter flussabwärts schießt. Denn dort kann ich perfekt meine Tauwurmbündel oder meine Deadbait-Systeme am Kopf in der Beschleunigung präsentieren. Und dort ziehen die Waller immer aus dem ruhigen Buhnenbereich raus, treffen auf den Kopf auf die entgegenkommende Strömung und schwimmen in die nächste Buhne rein. Hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr auch die Beschleunigung trefft der Strömung beim Ablegen eurer Montage. Und es ist ganz egal, ob ihr jetzt mit einem Boot unterwegs seid oder die Montagen vom Ufer werft. Wie das Ganze vom Ufer funktioniert, wenn ihr kein Boot zur Verfügung habt, das zeige ich euch nachher. Jetzt legen wir erstmal in der Beschleunigung am Buhnenkopf unsere Steinmontage vom Boot aus ab. Ich zeige euch dann auch noch, wie ich meine Schnur ein zweites Mal umlenke, damit ich keine Gefahr habe, dass meine Schnur die Steine berührt beim Wallerbiss und sofort durchreißt. Denn die Steine sind scharfkantig, da sind Muschelfelder drauf. Aber genau zur Montage, zur Schlagschnur, was alles wichtig ist für das Angeln in Buhnen, kommen wir gleich. Jetzt fahren wir erstmal einen Buhnenkopf hoch. We'll be right back.
Hier vorne könnt ihr gut die beiden Strömungsbereiche erkennen. Rechts im Bild schießt sie über den Buhnenkopf drüber, links im Bild beginnt das Wasser zu stehen und dreht leicht. Wir schauen jetzt mal uns das Ganze auf dem Echolot an, was hier unter Wasser passiert. Wir nähern uns jetzt langsam von außen dem Buhnenkopf. Hier außen haben wir eine Wassertiefe von 4,70 Meter, 4,80 Meter im Rhein und ich fahre jetzt ganz langsam mal auf den Kopf zu. Hier könnt ihr jetzt gut erkennen, wie die Kante zum Kopf hin aufsteigt. Wir haben immer noch eine konstante Strömung und genau in diesem Bereich hier werde ich meine Montage ablegen. Beim Angeln hier in unseren heimischen Flüssen mit der starken Strömung kommt ihr um die Steinmontage nicht herum. Also ein Blei hat überhaupt keinen Sinn, das würde sich am Grund festsetzen in der Steinpackung oder im schlimmsten Fall sogar mit der ganzen Montage wegrollen. Also da müssen schon große Steine zum Einsatz kommen in Verbindung mit einer Reißleine. Ich habe hier eine 40er doppelt, das ist die Reißleine, die auch direkt auf die Montage wirkt. Und dann auch den Selbsthack-Effekt beim Wels garantiert, denn eine 40er Mono doppelt, die kann schon was ab. Mein zweiter Stein, mein Absenkstein, diesen werde ich nach dem Ablegen der Montage direkt auf den Kopf des Buhnenfeldes legen, um meine Schnur umzulenken, damit meine Schnur nicht in den Steinen hängen bleiben kann. Hier ist die 40er Mono Reißleine nur einfach draufgesetzt. Obendran so ein Clip zum Einhängen, nach dem Ablegen schnell in meine Hauptschnur. Und wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bereits wenn ich langsam auf meinen Angelplatz zufahre, auf den Buhnenkopf, setze ich schon mal meine Montage ins Wasser und ziehe sie hinter dem Boot mit. Da könnt ihr jetzt schon schön erkennen, wie die Flügel-U-Pose bereits anfängt zu rotieren. Ich nähere mich jetzt langsam dem Buhnenkopf, bis die Kante anfängt anzusteigen und achte darauf, dass ich mich immer noch in der Strömung befinde. Nicht ins ruhige Wasser reinfahren, nicht in den Dreher in der Buhne, konstante Strömung am Buhnenkopf. Ich nenne das immer die Beschleunigung, dort muss der Köder sitzen. Jetzt geht es langsam hoch. Jetzt hebe ich meinen Stein schon über Bord und lasse die Montage zum Grund. Hier seht ihr, wie es eingeschlagen hat. Hier sitzt meine Montage, hier ging der Stein runter. Jetzt fahre ich langsam vor auf die Bude direkt drauf. Und hänge meinen Umlenkstein ein in meine Hauptschnur und versuche diesen Stein jetzt im oberen Bereich auf die Buhne zu setzen. Achte dabei auf die Schraube eures Motors und legt den jetzt hier vorne auf den Buhnenkopf, dass er sicher liegt. Guckt, dass ihr ein bisschen verkeilen könnt. Und jetzt seht ihr, wie schön meine Hauptschnur vom Ablegepunkt hin zum Umlenkstein über den Buhnenkopf gelenkt wird. Mein Angelplatz befindet sich genau hinter dieser Steinpackung. Da habe ich schönes, ruhiges Wasser. Nur meine Montagen liegen draußen im Hauptstrom. Ich renne jetzt hier drüber. Oben habe ich bereits einen Umlenker für meine Schnur reingesteckt. Den zeige ich euch gleich. Dramatische Szenen spielen sich hier gerade ab. Während wir die erste Montage gelegt haben, springt plötzlich ein Rehbock in den Rhein, will das andere Ufer erreichen. Unten kommt ein riesen Schubschiff auf uns zugefahren. Ob das mal gut geht. Ich glaube, wir müssen mal rausfahren, dem Rehbock zu Hilfe eilen.
haben uns jetzt mal vor das große Schiff gestellt. Da kommt und begleiten jetzt den Rehbock rüber. Hier vorne schwimmt er, dass er es schafft. Anfassen will ich ihn nicht, ich weiß nicht, wie er reagiert. Hier vorne ist er. Das war echt knapp. Komm, 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 noch ein Stück, gleich hast du es. Auf geht's, komm, noch ein Stück. Gleich hast du es geschafft. Und raus mit dir. Komm, komm, komm. Ist doch der Wahnsinn, oder sowas habe ich auch nicht erlebt. Da oben fährt das Teil, Riesenschiff, das wäre knapp geworden. Guck mal, wie breit hier der Fluss ist. Die haben gerade Paarungszeit, die Böcke, und da denke ich, wandern die hier auch über den Fluss. Das ging nochmal gut. Wahnsinn, was man beim Welsangeln hier so erlebt. Finny ist schon ganz gespannt. Der nächste Köder, der jetzt zum Einsatz kommt, schmeckt ihr nämlich auch besonders gut. So, gehen wir ein Stück auf die Seite. Die zweite Rute werden wir mit einer toten Forelle am Buhnenkopf auslegen. Alles, was ihr dafür braucht, sind unsere Korksticks. Die sind zum Glück jetzt wieder lieferbar. Die waren eine Zeit lang ausverkauft. Unseren Deadbait Puncher und ein Filetiermesser. Als erstes geht ihr mit dem Filetiermesser unten am After der Forelle rein und stecht die Schwimmblase kaputt. Mit der stumpfen Seite nach hinten, dass ihr sie nicht weiter aufschneidet. Und dann zischt es und dann seht ihr, wie die Luft aus dem Fisch rausweicht. Jetzt macht er mit dem Filetiermesser hier oben am hinteren Ende des Fisches einen kleinen Schnitt. Ungefähr hier in dem Bereich. Gar nicht zu groß, sondern nur ein kleiner Schnitt. Dass euer Puncher reinpasst. Und jetzt holen wir mal das komplette Rückenfilet raus, dreht den schön vorsichtig hier rein an der Seite und schiebt ihn oben mit einer leichten Drehbewegung bis zum Kopf vor. Und dabei immer schön drehen. Jetzt ziehe ich ihn raus. Ihr seht schon, wie hier alles zusammenfällt im Rücken. Und hier das komplette Rückenfilet jetzt drin enthalten ist. Da kommt es raus. Zack. Das schmeckt ihr, ne? Ja, das kennt sie. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite des Köders auch. Schneiden hier den hinteren Bereich auf. Wichtig ist, dass ihr es im hinteren Bereich macht, denn wenn später die Strömung auf den Köder trifft, soll hier vorne keine Öffnung sein, sondern der Fischkörper komplett geschlossen. Deswegen gehe ich immer im hinteren Bereich mit dem Puncher in den Köderfisch. Mit den Forellen geht es sehr gut. Ihr könnt aber auch Brassen nehmen, Karpfen, Rotaugen, Makrelen. Die Makrele hat es auch schon gut funktioniert. Die kriegt man halt nur nicht überall so einfach zu kaufen. So, Fini, das ist jetzt aber genug, sonst wirst du zu dick. Das hier kriegen jetzt die Fische. Ja? So, jetzt kommen unsere Korksticks zum Einsatz. Das ist eine relativ große Forelle. Ich glaube, hier werden wir auch alle 6 Stück brauchen. Je nachdem, wie groß der Köder ist, desto mehr Auftrieb muss rein. Ich schiebe erstmal 2 in meinen Puncher jetzt rein, führe diesen jetzt hier hinten an der Forelle ein und schiebe jetzt die Korksticks ganz vor in den Fisch. Erstmal 2 hintereinander auf der linken Seite. Jetzt kommen auf die rechte Seite noch 2 und dann teste ich mal, ob es schon reicht, 2 Stück. Ansonsten schiebe ich noch einen dritten hinterher. Das Tolle an den Korksticks ist, wenn ihr keinen Biss haben solltet, und den Fisch später wieder rausholt, könnt ihr die nochmal verwenden. Einfach aus dem Fisch wieder rausholen und trocknen und dann sind die wieder einsatzbereit. Jetzt gehe ich hier wieder ganz vor und schiebe jetzt die Korksticks rein. So, hier liegen die jetzt schön in eurem Köder drin.
Wir setzen ihn jetzt mal hier vorne ins Wasser und gucken mal, ob er schon aufrecht schwimmt. Ja, er schwimmt schon aufrecht, aber ich würde trotzdem noch einen dritten reinsetzen. Relativ großer Köder, steht schön mit dem Rücken nach oben. Aber ich denke, ein dritter schadet nicht. Bei einer kleineren Forelle oder bei einem kleineren Köderfisch würden jetzt zwei ausreichen. Aber in der harten Strömung hinterm Buhnenkopf, denke ich, schiebt man noch einen rein. Auf beide Seiten der Forelle kommt jetzt noch einer hinten dazu. Schön an die anderen anschließend legen. Zack. Hier drüben noch einer. Das geht super gut mit dem Panscher. Da liegen die schön in Reihe und Glied und der Fisch behält seine normale Form, wie es sein soll. Zu den anderen ansetzen und dann nachschieben. Zack. Sind alle gut schön hinten drin. Und unser Köder ist vorbereitet. Jetzt fahren wir unsere aufgepanschte Forelle raus an den Buhnenkopf. Auf geht's. Die aufgepanschte Forelle präsentiere ich jetzt an der Haarmontage mit einer 10 Gramm Tree-U-Pose. Hierfür gehe ich jetzt einfach mit dem kleinen Führungshaken in entgegengesetzter Richtung durchs Forellenmaul mittig, damit das Maul schön geschlossen bleibt und der komplette Zug in der Strömung auf die Oberseite der Forelle führt. Hier kommt jetzt noch ein kleiner Sicherungsgummi drum. Jetzt fahren wir raus an den Buhnenkopf. Ich setze jetzt wieder erst meinen Köder ins Wasser. Ihr seht im Hintergrund, wie die Forelle schön aufrecht steht und richtig in der Strömung beginnt zu flanken. Und jetzt fahren wir langsam wieder an den Buhnenkopf ran. Dieser Buhnenkopf liegt jetzt oberhalb unseres Angelplatzes, also wieder ganz wichtig, erst Stein ablegen, dann über die Buhne zurück umlenken. Ich suche jetzt mir genau den Bereich, wo die Beschleunigung beginnt. Jetzt hebe ich vorsichtig den Stein ins Wasser, halten aber noch leicht fest und fahre genau in die aufsteigende Kante jetzt vom Buhnenkopf rein. Hier beginnt es jetzt anzusteigen und hier kommt auch mein Stein hin. Hier habt ihr gesehen, hier ist er runtergegangen, der Stein. Jetzt fahre ich auf den Buhnenkopf wieder drauf. Bin jetzt direkt auf die Buhne drauf gefahren. Fixiere jetzt hier meinen Umlenkstein direkt vorne auf dem Kopf, lege den schön oben drauf. Das ist im Moment eine ganz tolle Sache, weil die Buhnen jetzt schon wieder aus dem Wasser gucken. Guck, dass der schön fixiert ist. Hier bleibt er schön liegen, auch bei der Schifffahrt. Ihr seht jetzt, die andere Schnur läuft schön oberhalb über die Steinkante runter zum Köder. Ich kontrolliere nochmal, dass der gut liegt und nicht von dem Schiff da weggerissen werden kann. Oder irgendwas. So sieht es doch gut aus. Und jetzt geht es auf direkten Weg zurück zum Angelplatz.
Da erkennt er jetzt mal ganz deutlich, was die Schiffe doch für eine Gewalt haben. Wenn die hier den Rhein hoch blobbern, was die da Wasser ziehen. Hier seht ihr, wie meine Schnur hin zum Umlenker, zum Stein auf dem Packungskopf, auf dem Buhnenkopf vorne läuft. Bleibt gut liegen. Und jetzt kommt das Wasser langsam wieder zurück. Haben schon Dampf, die großen Dinger. Und wenn ihr halt da nicht mit so einem Umlenkstein arbeitet, kann es passieren, dass eure Hauptschnur sich in die Steine reinklemmt, wenn so ein großes Schiff kommt. Und wenn dann Biss kommt, knallt es alles ab. Die Steine sind so scharfkantig. Lieber auf Nummer sicher gehen. Mit unseren Plakett-Umlenkern, ich habe hier die doppelte Gabel, sind die Schnüre natürlich perfekt geschützt und laufen sicher über die hindernisreichen Steinpackungen. Hier drüben passt der Winkel auch perfekt, ja, da kommt nichts raus. Aber ihr könnt trotzdem zum Schutz, das mache ich ganz gerne, so ein Haargummi drüber spannen oder einen normalen Einweggummi. Den lege ich hier oben drüber, da kann die Schnur auf keinen Fall rausrutschen. Hier ist es gar nicht mal so die Gefahr, aber hier habt ihr gesehen, der ist eben schon wieder verrutscht, weil der Winkel zur oberen Buhne doch sehr steil ist. Und wenn der Fisch jetzt richtig zieht, kann es sein, dass er die mir hier gleich rauszieht. Hier ist der Haargummi auf jeden Fall ganz wichtig als Schutz. Lege ich mir dann noch so mal drüber, bis runter, wo die Gabel zusammenläuft. Und da seht ihr, perfekter Halt. Und wenn dann der Fisch kommt, laufe ich einfach mit der Rute raus im Drill und dann fliegt der Haargummi nach oben weg. Travel into states or taken by the time zone, yearning with my eyes closed, I'm longing for home. I would do anything to hold you, take you in my arms. Wir haben das große Boot sicher innen hinter dem Buhnenfeld im ruhigen Bereich verankert und angeln jetzt mit dem Umlenker über die Steinpackung raus in den Hauptstrom, in die jetzt langsam wieder rauskommenden Buhnenfelder. Ihr seht immer noch, sind noch großteils unter Wasser, aber der Fluss fällt jetzt schnell, das Wasser sinkt und die Buhnen, die Steinpackung kommen langsam wieder hoch und genau in die Beschleunigung haben wir unsere Köder reingelegt. Und da ist halt so ein Umlenker absolut Pflicht. Weil sonst eine Schnur, die hier über die Steine läuft, wo auf der anderen Seite ein Waller zieht, sofort der Gar aus. Da hilft euch auch die beste Schlagschnur nicht. Und durch den Umlenker haben wir gute Chancen, das Beste draus zu machen, wenn es knallt. Wir haben zwei Buhnenfelder auf die Art und Weise zugemacht. Hier vorne den Kopf, den ihr hier seht. Und nach oben noch das zweite Buhnenfeld da oben. Da auch am Kopf. Und da habe ich die Schnur einmal über den Umlenker gelegt. Und dann hier noch nach oben über die Äste durch den Baum geführt. Doppelt abgesenkt, ein Stein an der Montage, ein Stein auf dem Buhnenkopf drauf. Ja, drückt uns die Daumen, dass es knallt. Thank you.
ist er doch, der erste Buhnenkopfwaller. Genau in der beschleunigten Schüsse. Ihr müsst echt aufpassen auf den Stein, das ist alles so rutschig. Komplett den Köder weggezogen. Geil, oder? Genau am Buhnenkopf vorne in der Beschleunigung abgelegt, wo es aufsteigt. Ein geiler Fisch hier bei uns am Rhein. Der nächste Biss am unteren Buhlenkopf, Manuel ist dabei. Das erste Mal jetzt mit der Multirolle und der junge Mann macht das absolut spitze. Ich verstehe nicht, warum manche alten Welsangler so Angst haben vor Multirollen. Wenn sogar junge Leute direkt auf Anhieb können. Genau, Rute zurückziehen und beim nach unten gehen kurbeln. Super. Und zurückziehen. Super. Achtung, vom Boot weghalten, bitte. Macht Spaß. Super. Das ist doch der Wahnsinn, oder? In dem Alter habe ich noch nicht solche geilen Fische hier vor der Haustür gefangen. Und der junge Mann hockt da hinten und sagt, macht Spaß, super. Aber geil, ne? Oder? Buhnenkopfangeln auf Fels, das rockt. Die Deadbait-Forelle hängt noch komplett aus dem Maul raus.
werden größer. So, ich guck mal, ob ich den euch hier zeigen kann. So einfach hier durch den Stein. Vor allem mit solchen Schuhen, die ich wieder anhab. Und schwupp war er weg. Selbst sowas passiert. Ich wollte euch gerade schön präsentieren, aber hier in der steilen Packung hat er einmal richtig geschüttelt und dann war er weg. So war das jetzt nicht geplant, aber so schnell geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen ein bisschen leise sein. Meine Freundin und Kamerafrau schläft noch. Eine harte Nacht hinter sich. War doch der Wahnsinn, oder? 3 Fische gefangen. Der größte Fisch wahrscheinlich der Nacht. Kurz nach dem Greifen mir verloren gegangen. Aber sowas passiert. Hat sich weggeschüttelt. Ich wollte ihn jetzt halt auch nicht so auf die Steine drauf zerren. Einen richtigen Schnalzer getan und da war er weg. Aber war trotzdem der absolute Hammer. Und besonders freut mich, dass Mike, sein Sohn, der war jetzt das erste Mal dabei bei so einer Session, direkt seinen größten Waller fangen konnte. Der konnte mit seinem Papa schon ein paar gute Fische fangen, glaube ich bis 1,50 oder 1,60. Aber das Ding gestern Abend hier am Buhnenkopf war mega happy und hat das auch mega gut gemacht mit der Multirolle. Wir werden jetzt die Ruten alle nochmal durchkontrollieren, alles nochmal neu bestücken. Bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Oftmals ist es so in den Buhnenköpfen, dass ein bestimmter Fischbestand da ist und wenn die halt gefangen sind oder vercremt sind, müssen wir ein paar Buhnenköpfe weiterziehen. Aber ich denke, es ist gut gelaufen und der richtige Big One war ja noch nicht dabei. Wir werden die Ruten ein bisschen umsetzen. Die ganz linke Rute von mir hat überhaupt keine Aktion gebracht. Da werde ich auch gleich mal schauen, was da los ist. Und die rechte Rute hier gleich am vorderen Buhnenkopf, die Tannenbaum-U-Pose mit der Deadbait-Forelle im Schlepptau, die ging richtig gut vorwärts. Na, jetzt geht es erstmal raus aus den Federn. Was jetzt natürlich mega wäre, wäre so ein Y-Food-Kaffee. Aber ich kann euch heute leider keinen in die Kamera halten, denn ich habe es daheim vergessen. Aber schaut mal hier in die Videobeschreibung. Da wisst ihr dann auf jeden Fall, was ich meine, wenn ihr es mal probiert habt, wie lecker das Getränk ist. Aber keiner da. Dann werde ich mir jetzt einen Tee kochen. Und dann geht's raus, Ruten neu machen. Denn heute wird es, glaube ich, hier richtig warm. Ein toller Tag liegt vor uns. Und ich bin gespannt. Leise. Sonst gibt es Stress, wenn die Kamerafrau jetzt geweckt wird. Aua, aua. Jetzt am frühen Morgen sind wir natürlich nicht allein im Buhnenfeld. Ganz da hinten seht ihr den ersten Spinnfischer. Die sind natürlich auch mega froh, dass endlich die Schonzeit rum ist. Und in diesen Buhnenfeldern hier tummeln sich natürlich nicht nur Waller. Da sind natürlich auch Zander, Hechte, Rapfen, Barsche, da ist alles unterwegs.
weil die Weißfische auch der starken Strömung im Fluss entfliehen, in die Buhnenfelder reinziehen. Und da sind natürlich auch dann andere Angler bevorzugt, Spinnangler oder auch Fiederangler trifft mir immer wieder unterwegs und versuchen da ihr Glück. Was der macht, ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Der steht mit der Warthose schon mal bis hierhin drin. Ihr habt es ja vorhin schon mal gesehen, wenn die großen Schiffe hier vorbeifahren, was die erstmal Wasser ziehen, was dann wieder Wasser zurückkommt und wie schnell es vorne an der Buhnenspitze dann wirklich auch abfällt in den Fluss rein. Das sieht alles relativ flach aus, aber es geht dann teilweise kerzengerade runter auf 3-4 Meter. Die Steine sind glitschig, also kein ungefährliches Unterfangen. Aber wir wünschen ihm auf jeden Fall trotzdem Glück. Petri Heil, wir hatten mega Glück in der vergangenen Nacht auf Wels. Und vielleicht kriegt der junge Mann da hinten einen schönen Räuber dran. Spanne ich wieder drüber. Die zweite Rute nach oben an die Buhne lasse ich heute Abend weg. Die habe ich fluss abgezogen ans andere Buhnenfeld. Da kam keine Aktion. Da müssen wir immer ein bisschen testen, ein bisschen probieren. Jetzt geht es direkt zurück an unseren Rutenhalter ins Boot und dann zeige ich euch mal, wie ihr eure Bremsen hier in der Steinpackung einstellen müsst. Beide Ruten sind ausgelegt, weil meine Ruten hier auf dem Boot stehen und das Boot sich auch immer ein bisschen bewegt, wenn ein großes Schiff kommt und das Wasser reingedrückt wird oder rausgezogen wird, montiere ich die Glocken beide an den unteren Ringen. Da sind sie am unempfindlichsten und reagieren nicht sofort auf die Strömung. Bei der Bremseinstellung eurer Angelrollen ist jetzt eins ganz, ganz wichtig. Normalerweise sage ich ja beim Welsangeln, Bremse auf Anschlag zu. Also so, dass der Wels, wenn er richtig hart zieht, Schnur bekommt. Aber dadurch, dass wir ja wirklich hier unsere Schnur über die Steinpackung leiten, wir haben sie zwar umgelenkt, aber trotzdem kann sie irgendwo Grundkontakt haben, lieber die Bremse etwas offener lassen, dass der Wels ziehen kann, also dass die Schnur ein bisschen fluffiger drüber weggeht. Und wir müssen jetzt halt einfach drauf spekulieren und drauf hoffen, dass die Reißleine am ersten Stein schon den Selbsthakeffekt perfekt umsetzt und der Wels schon gehakt wird, wenn er den Köder aufnimmt und sich gegen den Köder dreht, also das Vorfach mitnimmt, in den Stein rennt, dass er dann hängt. Deswegen relativ leicht eingestellt. Leicht bedeutet nicht ein Freilauf drin, aber so eingestellt, dass wenn ihr jetzt leicht zieht, Schnur runter geht. Einfach das nur mal als Vorsichtsmaßnahme. Leicht anspannen. Und dann schauen wir mal, ob die zweite Nacht hier im Buhnenfeld uns nochmal Fisch bringt. Mike und sein Sohn sind nach Hause. Die müssen morgen wieder arbeiten. Ich habe noch ein paar Tage Zeit und werde heute Nacht noch dranhängen.
Und morgen geht es dann auch für mich wieder ins Büro. Büroarbeit muss auch sein. Auch ich lebe nicht nur am Wasser und kann den ganzen Tag angeln. Da gehören viele, viele andere Sachen dazu. Aber wenn ich Zeit habe, nehme ich mir die natürlich am liebsten hier draußen in der Natur. Und jetzt genießen wir einen schönen Sonnenuntergang. Und ganz spannend wird es auch, weil der Mond wird immer voller. Ich zeige es euch jetzt schon mal. Da oben sieht man schon leicht. Viele Angler haben ja Angst so vor dieser zunehmenden Mondphase oder der Vollmondphase. Ich bin ja jemand, der steht richtig auf den Vollmond beim Welsangeln. Ich bin mal gespannt, ob gestern das sehr, sehr gute Beißverhalten an der zunehmenden Mondphase lag oder an der richtigen Platzwahl. Schauen wir mal, ob die zweite Nacht, jetzt wo der Mond noch mehr Leuchtkraft hat, uns wieder Fisch bringt. Dann liegt es definitiv an dem Kamerad hier oben. Da kommt er jetzt langsam raus. Was heißt raus? Er ist schon da. Aber sobald es jetzt dunkler wird, kommt seine magische Kraft zum Vorschein. Wirklich eine geile Stimmung jetzt hier am Fluss. Die Fledermäuse ballern dauernd in die gespannten Ruten. Bis jetzt ist noch ruhig. Unten kommt noch ein großer Schubverbandenfluss hoch. Mal schauen, ob die zweite Nacht uns auch nochmal Glück bringt. Oder ob wir eventuell das Buhlenfeld hätten wechseln müssen. Spannung liegt in der Luft. Schön aus dem Schlafsack gerissen. Drill seht ihr übrigens wieder das neue Muster. Das neue Muster der Solid Bank Route. Der Fisch ist direkt vom Buhnenkopf raus in den Haupt reingeschossen. Jetzt kommen wir langsam dahin. Verdammt. Gerade an der Boje vorbeigekommen. Das sieht gut aus, der Fisch. Über uns der Vollmond. Echt eine tolle Aktion, die neue Solid Bank. Das Muster. Aber so müssen Ruten getestet werden. Steht gut in der Tiefe.
Das ist Welsangeln in Deutschland an den Buhnen. Unglaublich. Und wie der Fisch drin steht. Schon ins nächste Buhnenfeld rein. Wir sind immer noch Buhnen unter Wasser. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Oh. Vorfach kommt. Das sieht aus wie 2 Meter. Das sieht aus wie 2 Meter, Jungs. Oh, ein Riesenfisch. Ein Riesenfisch da unten am Toben. Ein Riesenfisch. Jetzt zieht er wieder raus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe die Umrisse unter Wasser schon mal gesehen im Schein der Kopflampe. Definitiv ein großer Fisch. Hier kommt das Vorfach. Geht wieder runter. Achtung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Guckt euch das an. Guckt euch diesen Koloss an. Ein Riesenfisch. Da kommt er. Oh. Schaut euch diesen Fisch an. Wahnsinn. Wahnsinn. Der hat weit über 2 Meter. Zieht er uns wieder raus und rein. Zum Glück sind wir über die anderen Buhnen drüber weggekommen. Ein Riesenfisch. Mit dem klaren Wasser der Wahnsinn. Da kommt er. Schaut euch diesen Koloss an. Eine Power, die Jungs. Da ist er. Ich muss schon mal bis dran kommen. Ich hoffe, dass er gut hängt. Maul, ich hab'n. Ich hab'n. Oh. Schaut euch diesen Fisch an. Hier kommt er rein. Oh. Das ist größer als Schlauchboot. Oh. Alter. Was diese U-Pose fängt in letzter Zeit, ist der Wahnsinn. Schaut euch diesen Fisch an. Oh. Ja, ich bin mega happy. Das ist ein Maul. Da geht mein ganzer Kopf rein. Guckt euch mal.
mal dieses Reihenpaddel an. Damit steht er hier in der knallharten Strömung und ist uns in die Falle gegangen. Absolutes Reihenmonster. 2,46 Meter. Ich bin komplett überwältigt. Das ist ja der Wahnsinn heute. Der zweite bis jetzt, eben erst dieser Gigant. Und schon geht die nächste Route. Das ist ja verrückt. Schaut mal, wo der hängt. Die sind so aggressiv aktuell. Die schlagen mit dem Schwanz auf die Deadbait. Komplett im Schwanz gehakt. Sowas sieht man auch nicht oft. Also die U-Pose fängt sogar rückwärts. Wahnsinn. So, ich zeige euch mal. Das ist der fünfte Fisch jetzt. In 2 Tagen hier im Buhnenfeld. Verrückt. Wirklich verrückt. Wie ihr seht, der Vollmond hat definitiv eine magische Anziehung auf die Waller. Der helle Mond droht mit seiner Leuchtkraft über uns. Ich sitze hier komplett zermatscht und verschleimt in der Steinpackung. Beide Ruten stehen wieder im Rutenhalter. Beide Routen sind abgelaufen. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Bereits in der gestrigen Nacht, wo Mike noch mit seinem Sohn bei uns dabei war, hat sich rauskristallisiert, dass die Deadbaits besser laufen auf die Würmer und auf die Flügel-U-Posen, die sonst wirklich am Rhein hier in den Buhnenköpfen immer Garant sind für einen Wallerfang. Komplett null. Und die Tree-U-Pose in Verbindung mit dem toten Köderfisch im Schlepptau 3 Fische gebracht. Und jetzt, heute die 2. Nacht, ich war mir schon unsicher, ob überhaupt das Buhnenfeld hier nochmal Fische bringt, weil oftmals sind es ja auch Standortfische. Wenn sich die Fische sammeln, hat man da dann relativ schnell so einen Platz auch leer gefegt oder die Fische scheu gemacht. Die anderen Fische, die hier noch mit in der Nähe sind, kriegen ja Aktionen mit, wenn irgendwo ein Wels gehakt wird und verlassen dann das Areal. Aber es sollte komplett anders kommen. Und jetzt werde ich auf jeden Fall auch in meinen Schlafsack riechen und ein bisschen zur Ruhe kommen, sofern ich überhaupt pennen kann. Ich bin auch so aufgeregt, so voller Adrenalin. An Schlaf war diese Nacht nicht mehr viel zu denken. Ich war komplett aufgewühlt, komplett aufgeregt und bin immer noch
mega, mega happy über diesen krassen Vollmondfisch. Die Glückssocken haben definitiv wieder ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und ich möchte jetzt mal die Gunst der Stunde, die Zeit nutzen, um euch auch ganz kurz das Material vorzustellen, welches zu dem Fang von diesem Giganten geführt hat und auch den Kräften und den Fluchten dieses massiven Rheinfischs standgehalten hat. Ganz wichtig hier am Rhein ist eine zuverlässige Schlagschnur. Ich habe lange gesucht, um da eine vernünftige Schnur zu finden. Letztendlich habe ich das Blackhead Frontzone Leader mit einer Stärke von 100 Kilo bei 1 mm Durchmesser auf den Markt gebracht und bin in den letzten Jahren, seit das Vorfach im Handel erhältlich ist, mega, mega zufrieden. Nicht nur in Italien, in Spanien kommt es zum Einsatz, gerade hier auch zu Hause. Bei diesen großen Fischen und den scharfkantigen Steinen unserer Flüsse ist es ein ganz, ganz wichtiger Helfer. Mein Vorfach ist ein Monovorfach der Größe 1,2 mm. Es hat eine Tragkraft von 68 Kilo. Und dieses Blackhead Mono, ihr könnt es mal bei eurem Fachhändler vergleichen. Nehmt es mal in die Hand, wenn ihr es selber noch nicht benutzt habt. Zeichnet sich durch ganz besondere Kriterien aus. Es hat eine enorme Abriebsfestigkeit und es ist trotz der Stärke, 1,2 mm ist ja nicht gerade dünn, noch ein ganz weiches Mono. Viele Monos, die ihr auf dem Markt bekommt, sind sehr steif, sehr rau, sehr spröde. Und das zieht sich natürlich unter Wasser fort. Das Vorfach wird laut, es wird in der Strömung zu steif. Die Fische checken das ganz schnell. Also ein gutes Mono muss eine hohe Tragkraft haben, muss sich schön flexibel binden lassen und fast, ich betone fast, dieselben Eigenschaften wie eine starke geflochtene. Also es darf nicht zu spröde sein, es darf sich nicht so kringeln. Es muss ein schönes, weiches, flexibles Vorfach sein. Und da seid ihr mit dem Mono und der Stärke 1,2 mm bestens beraten. Also da habe ich schon so viele große Fische mitgefangen. Das Mono hat den Vorteil, es verzeiht auch mal kleine Fehler im Drill. Es hat nämlich Dehnung. Aber viele, viele Fische über 100 Kilo in Gewässern mit vielen Hindernissen hat dieses Vorfach schon ans Land befördert. Also das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ein ganz, ganz geiles Produkt. Die zwei wichtigsten Akteure natürlich sind die Haken. Wenn ein Großteil der Ausrüstung passt und der Haken nachgibt, seid ihr natürlich zweiter Sieger. Mein absoluter Lieblingshaken beim Welsangeln, der Blackhead Mega Hook. Dieser Haken zeichnet sich aus durch eine ganz aggressive Form. Die Spitze geht vom Schenkel weg. Ein sehr großes Auge, was auch komplett in sich geschlossen ist. Hier könnt ihr problemlos Kombivorfächer, dickes Mono durchfädeln. Also ihr habt da ganz tolle Möglichkeiten zum Binden. Und ihr habt eine sehr, sehr scharfe Hakenspitze durch das DJ Coating. Eine sehr gute Qualität in der Farbe Black Nickel. Ich habe es in den letzten Jahren nie geschafft, so einen Haken zu zerstören oder einen Drill mit einem Fisch aufzubiegen. Der Blackhead Mega Hook, also der wird euch auf jeden Fall immer ein treuer und zuverlässiger Begleiter sein. Ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Kommt ganz drauf an, was ihr für Köder einsetzt und für Montagen. Als Haltehaken auf meiner Haarmontage kam der kleine Cat Hooker zum Einsatz in der Größe 1-0. Diesen Haken gibt es in drei Größen. 1-0 ist für mich der perfekte Haken für die Haarmontage oder auch zur Präsentation von kleineren Ködern, wie zum Beispiel Tauwurmbündeln, Kalamari, beim Klopfen unten als Fanghaken. Also ein schöner Universalhaken, sehr starker Stahl. Ein richtig kleines Monster, also ein toller, zuverlässiger Haken. Die Rute, die ich zum Fangen von dem Giganten im Einsatz hatte, seht ihr hier. Die hat noch keine Beschriftung, es ist ein Muster, aber viele von euch passen ja sehr gut in den Videos auf. Die wissen, dass jetzt in Kürze aus dem Solid-Material auch Uferrouten auf den Markt kommen. Ich habe hier seit längerer Zeit das Modell in der Länge 2,90 Meter im Einsatz, eine absolute Traumrute, eine Universalrute, sowohl fürs Bootsangeln, aber auch fürs Uferangeln, zum Bojenangeln, zum U-Posenangeln. Die Rute hat im unteren Bereich ein relativ steifes Rückgrat und im vorderen Bereich wird die richtig sensibel
und lädt ihre ganze Power in dem Solid Plank auf. Also ein richtiger Traumstock, ein richtiges Sahnestückchen. Die Solid Bank hat eine 8+1 Beringung, richtig starke Ringe mit unverwüstlichen Einlagen, zeichnet die Route aus. Dadurch ist es sowohl für eine Multirolle als auch für eine Stationärrolle bestens zum Einsatz geeignet. Zu der Rolle brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Die Long Ranger, der Mercedes unter den Multirollen, ein richtiges Arbeitstier, also da brennt absolut nichts an. Bespult ist meine Long Ranger hauptsächlich mit der 0,55 mm starken S-Line. Mega geile Schnur zu einem wirklich sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und oben drüber, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die Schlagschnur, drei Rutenlängen, circa 10 Meter, runden hier den sicheren Weg zum Fisch ab. Mein Vorfach hat eine Länge von 2,50 Meter. Die Haarmontage hier unten, das kennt ihr ja, bestehend aus dem Mega-Hook und dem Cat-Hooker, so wie ich es auch in Italien und überall einsetze. Die U-Pose war die Tree-U-Pose mit 10 Gramm Tragkraft. Eine U-Pose, der ich enormes Vertrauen schenke durch die spezielle Form. Erzeugt sie wirklich richtig Druck vor eurem Köder, egal ob das ein Tauwurmbündel ist oder ein toter Köderfisch. Also, aber mehr brauche ich, glaube ich, zu diesem Teil nicht sagen. Ihr habt es ja schon in zahlreichen Videos jetzt gesehen, was diese U-Pose permanent an großen Fischen ans Band bringt. Mit so einem Setup brennt euch nichts an. Ihr habt es ja selbst gesehen. Man fängt natürlich nicht jeden Tag in der Heimat oder sogar bei eurem Angelurlaub im Ausland einen Riesenfisch. Aber man sollte jederzeit dafür gewappnet sein. Und das Material sollte standhalten, wenn der Biss des Großen kommt. Ich wünsche euch viel Spaß und Abenteuer am Wasser, egal wo ihr unterwegs seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.